Ich weiß nicht, ob ihr auch solche Tage kennt. Es ist, als hätte sich alle Welt verabredet, einen ständig zu stören. Das Telefon klingelt ununterbrochen. Leute, die man jahrelang nicht mehr gesehen hat, kommen schnell mal vorbei. Bei Meister Eder war so ein Tag. Ein Kunde gab dem anderen die Tür in die Hand. Der Meister Eder kam überhaupt nicht zum Arbeiten. Nachdem ihn ein Kunde gerade wieder fast eine Stunde lang aufgehalten hatte, sagte er zum Pumuckl: Jetzt sperre ich aber die Tür zu. Allmählich können mich alle Kunden gern haben. Ich komme zu überhaupt nichts mehr. Und ich komme auch zu überhaupt nichts mehr. In meiner Schaukel schaukeln kann ich nicht, weil sonst die Leute dumm gucken. Ja. Dichten kann ich nicht, weil die Leute dumm reden. Ja. Reden kann ich nicht, weil sonst die Leute vor Schreck umfallen. Hm. Und nicht mal umfallen kann ich, weil mir sonst jemand auf die Nase tritt. Ja. Also, wir schließen jetzt die Türe zu und sagen laut Juhu, ja. Juhu. Recht hast's. Für was gibt's dir? Eine Tür ist etwas sehr Schönes, nicht wahr? Und ob. Und sehr praktisch. Sehr. Und jetzt da mache ich endlich den Stuhl fertig. Ja, und ich mache jetzt endlich die, das mache ich jetzt endlich. Du dichtest. Ich dichte ein dichte Türengedicht. Ja, ja. Zum Beispiel so: Türe, Müre, Führe, Küre, Lüre, Lüre. Lüre, Müre. Also auf Türe reimt sich überhaupt nichts. Weißt du einen Reim auf Türe? Na, Pumuckl, du, ich muss mich jetzt auf die Arbeit konzentrieren, gell? Dann kann ich auch kein Türe-Gedicht machen. Ja, denk heute ein bisschen nach. Ja. Türe, Müre, Türe, Süre. Also wenn du mit einer Säge so einen Radau machst, dann kann ich nicht nachdenken. Na, dann denk halt später noch. Warum soll ich immer später? Du kannst doch auch später sägen. Nein, das kann ich nicht. Meine Arbeit geht vor. Nein, dichten geht vor, dichten. Pumuckl, jetzt bin ich den ganzen Tag aufgehalten worden. Bütchen, fang jetzt nicht an, mir auch noch auf die Nerven zu gehen. Bitte. Ich gehe überhaupt auf keine Nerven. Ich lasse alle Nerven in Ruhe. Aber deine Säge, die zersägt ja die Nerven. Das ist ja eine Nervensäge, jawohl. Ja, du bist ja auch eine. Ja, ja, immer der arme Pumuckl. Nicht mal dichten, nicht mal denken, nichts darf man. Geh zu, jetzt tut er doch nicht immer gleich leid. Doch, ich tue mir leid und wie ich mir leid tue. Nichts darf ich und nichts habe ich. Ich habe ja nicht mal eine Tür, die ich mal zumachen doch, darf. Doch. Türen zum Zumachen sind eine ganze Menge da. Wenn du zum Beispiel gleich die Tür da drüben hinter dir zumachst und aufgehst in die Küche und dort auch wieder die Tür hinter dir zumachst, dann sind schon zwei prima Türen zum Zumachen und ich hab dann endlich meine Ruhe. Ja, ja, aber das sind ja alles deine Türen. Das sind ja gar nicht meine Türen. Die gehören ja alle dir. Ich möchte auch eine Türe haben. Geh, Pumuckl. Nein, ich gehe nicht. Die Türen, die gehen. Du musst mir mal eine Türe schreinern, ja? Eine ganz kleine Pumuckl-Linchen-Türe. Jetzt spinn doch nicht das so. Eine ganz kleine mit Türe. Einer Türe allein, da kannst du nichts anfangen. Zu einer Tür gehört doch auch ein Zimmer, ne? Ja, ein Zimmer. Zu einer Tür gehört auch ein Bier. Nein, ein Zimmer. Zu einer Türe gehört auch ein Zimmer. Und weißt du was? Also alle Menschen haben doch Zimmer, nicht? Nur der Pumuckl, der hat kein Zimmer. Ja, für dich werde ich noch anbauen. Oh, wenn ich ein ganz, ganz, ganz klitzekleines Zimmerchen hätte, dann würde ich meine ganz, ganz, ganz kleine Kommode hineinstellen und mein ganz, ganz, ganz kleines Bett und alle meine Spielsachen würde ich alle in mein eigenes kleines Zimmer hin und um meine Schaukeln und dann gehört das alles mir und oh, du musst mir ganz schnell ein Zimmer schreiben. Ja, oder sonst noch was. Nein, nicht sonst was. Ein Zimmer. Ein Zimmer, wie es alle Menschen haben und alle Kinder. Lieber Pumuckl, dass dich der Fall nicht täuscht. Es haben keineswegs alle Menschen ein Zimmer. Manche haben nicht einmal ein Bett. Also schlag dir das wieder aus dem Kopf und gib bitte in Ruhe. Ich will aber ein Zimmer haben. Du wirst schon sehen, dass ich ein Zimmer kriege. Ein Zimmer, wo mich alle Leute gern haben können. Jawohl. Ich mache mir das Zimmer selber mit so einer großen Türe. Und damit ist der Pumuckl hinausgerannt und hinauf in die Wohnküche. Die Werkstatt und die Küchentüre hat er dabei kräftig hinter sich zugeschlagen. Und dann stand er vor dem Küchentisch und dachte scharf nach. Ich mache mir ganz einfach ein Zimmer im Zimmer. Ja, ganz allein für mich. Und zwar
Und zwar hier unter dem Tisch. Ein sehr schönes Pumuckl-Zimmer ist das unter dem Tischzimmer. Hier muss ich nur noch das Tischtuch herunterziehen. So, dann ist das die hintere Wand. Warum lässt sich das dumme Tischtuch nur so schwer ziehen? Oje. Oje, da ist auf dem Tischtuch noch das Tablett gestanden. Mit Geschirr. Ja, es ist ja nur der Teller ist kaputt. Der Topf ist noch ganz. Das macht nichts. Das Tablett wird meine Türe. So, und die Scherben werden mein Geschirr. Hurra! In meinem Haus gibt es nämlich feines Geschirr. So, und jetzt das Tablett an den Tischfuß lehnen. Du sollst nicht umfallen, du dumme Tabletttüre. Du bist doch keine Falltüre. Oder halt! Das ist eine prima Idee. Das ist natürlich doch eine Falltüre. Macht man einfach auf, indem man sie umfallen lässt. Wenn ich aus meinem Haus gehe, dann poltert meine Türe. Alle Kobolde lieben nämlich die Polterfalltüren. Jawohl. So, und jetzt brauche ich noch Möbel. Einen Schrank. Ein Schrank ist sehr schwierig. Da hole ich mir lieber zuerst ein Bett. Das ist einfach ein Sofakissen. Ja, hier hole ich mir das Sofakissen. Oh, das wird ein gemütliches Haus. So, das Licht. Jetzt weiß ich auch, was für einen Schrank ich habe. Ich nehme ganz einfach den Topf. Jawohl, ich nehme diesen Topf hier. So, und da kann man die Kleider sehr gut hineintun. Und der Deckel ist die Kleiderschranktür. Eine Deckelkleiderschranktüre. So, Topf, komm her. So, du kommst jetzt hier neben das Kissenbett. So, Kleiderschranktopf neben Kissenbett. Sieht sehr gemütlich aus. So, da müssen jetzt noch Kleider hinein. So, die hole ich von der Garderobe. Hier einen Schal und hier nehme ich die Handschuhe. So, und jetzt kommt das alles kommt jetzt in den Topfschrank hinein. So, und was kommt jetzt? Ach so, ja, natürlich, zu einem richtigen Haus. Mit einer richtigen Tür, da muss auch ein richtiger Weg führen. Ein Kiesweg, wie im Hof. Also Kieswege liebe ich sehr. Aber Kies vom Hof herauftragen, das ist natürlich viel Arbeit. Ich hab's. Salz ist ja noch viel schöner als Kies. Und hier muss ich gleich so. Ui, das ist eine ganze Tüte voll. So einen feinen Salzweg machen. Von meiner Türe, so, also von der Küchentüre, so, zu meiner Türe. So, das ist besonders schön. Ein schöner Weg. So, und jetzt kann ich vor meiner Falltüre sitzen und auf den Kiesweg schauen. So, dann brauche ich nur noch einen Baum. Ja, dann habe ich das schönste Weghausbaumzimmer von der ganzen Welt. Aber ein Baum ist ja ganz einfach. Ja, ich nehme einfach einen Blumenstock. Hui, was bin ich für ein schlauer Pumuckl. Alle Klabauters von der ganzen Welt. Oh, das ist ein schwerer Blumenstock. Alle Klabauters von der ganzen Welt. So, hier muss ich den Blumentopf hinstellen. Alle Klabauters sind nicht so schlau wie der Pumuckl. Ja, das ist gemütlich. Es ist dem Pumuckl tatsächlich geglückt, den Blumentopf mitsamt Blumen heil neben seine Salzstraße zu bringen. Das Ganze war nun wunderschön für seinen Koboldsgeschmack. Wie die Küche aber für menschlichen Geschmack ausgesehen hat, das könnt ihr euch wohl vorstellen. Der Meister Eder in seiner Werkstatt ahnte von alledem nichts. Er arbeitete, bis ihn ein Klopfen am Werkstattfenster aufschauen ließ. Draußen stand sein Freund, der Mechanikermeister Bernbacher. Ich hab's Werkstattfenster zugesperrt, weil ich sonst zu keiner Arbeit mehr kommen werde. Ich will dich auch nicht lang stören. Ich bin bloß gerade vorbeikommen. Ja, das ist nett von dir. Gibt's was Neues? Nein, nicht, dass ich wüsste. Das heißt, der Pauli heiratet wieder. Na. Ja, er hat seine Zukünftige neulich mitgebracht. Ja, sowas. Du, das musst du mir direkt erzählen. Weißt du was, komm mit drauf, trinkst der Schnapserl auf ein Viertelstindel. Da sag ich nicht, nein. Gell, ja. Arglos ging der Meister Eder mit seinem Freund die Treppe hinauf
und da er den Schnaps im Küchenkasten aufbewahrt, führte er seinen Freund in die Wohnküche. Der Anblick war niederschmetternd. Ui, Jäger! Ja, was ist denn da passiert? Da schaut's ja aus wie nach einer Saalschlacht. Also, keine Sekunden kann man den allein lassen. Muss schon entschuldigen. Ich geh mal lieber ins Wohnzimmer rüber und trink mir da unseren Schnaps ab. Da ist ja überall Salz verstreut und Schermling rum. Hast du mit jemand Kraft da herin? Aber das war doch bloß... Ich weiß auch nicht, was das alles soll. Und der Blumentopf? Mitten am Boden und der Sofakissen unter dem Tisch. Also, Franz. Was der Blumentopf soll, weiß ich auch nicht, aber da hat er das Tischtuch runtergezogen und das Tablett mit dem Geschirr runtergeschmissen. Ja, wer hat denn das gemacht? Ja, mei, wer schon? Der Pumuckl. Der Pumuckl. Aha. Ich hab dir doch schon einmal davon erzählt, aber du glaubst mir's ja nicht. Nein. Du meinst immer bloß, dass ich spinne. Und der Pumuckl hat auch noch den Suppentopf unter den Tisch gestellt, ha? Hat allerhand Kraft, dein Hausgespinst. Ja, der war doch auf dem Tablett gestanden. Gott sei Dank war keine Suppen mehr drin. Ja, ja, da kannst du schon froh sein, dass keine Suppen mehr drin war. Da schau, ein Schal und ein paar Handschuhe sind in dem Suppentopf auch recht gut aufgekommen. Feigrot. Sind ein paar Fettflecken reingekommen, aber das macht ja sicher nichts, gell? Feigrot. Feigrot. Immer sagst du Feigrot. Hast denn keine andere Erklärung für sowas als wie Feigrot? Hab ich schon. Sag, magst du lieber einen Himbeergeist oder einen Wacholderschnaps? Ich? Ja, der... Du, mir fällt gerade was ein. Hm? Kennst du den Dr. Kammerer? Nein, und ich will ihn auch gar nicht kennenlernen. Ich brauche nämlich keinen Arzt. Na, freilich nicht. Also weißt, der wollte schon lange mal zu dir kommen. Daher versteh mich recht, der braucht was von dir. Ein Schrank, glaube ich, oder sowas. Du, also wenn er was braucht, dann kann er gern kommen. Aber wenn du zu mir schickst, damit er mir auf meinen Geisteszustand untersucht, dann schmeiß ich ihn aus, gell? Also was du immer gleich denkst. Ja, jetzt weiß ich immer noch nicht, magst du einen Himbeergeist oder einen Wacholder? Ja, eigentlich, genau genommen, ich vertrage eigentlich überhaupt keinen Schnaps mehr, weißt du? Ja, ich wollte bloß vorbeischauen. Ich gehe auch gleich wieder. Ja, dann gehst du halt gleich wieder. Pfirti. Pfirti. Ja, und du, ein Dr. Kammerer, gell? Den schmeißt man nicht raus, wenn er kommt. Der ist ein guter Kunde und hat einen Haufen Geld. Was für ein Sortenarzt ist denn der? Der? Ich weiß nicht recht. Ein Facharzt für... Na? Ist er wurscht. Fällt mir jetzt nicht ein. Du, vielleicht komme ich selber gleich mit ihm her, wenn er gerade Zeit hat. Aber heut doch nicht. Ich hab noch so viel zum Arbeiten. Freilich, freilich, ja. Aber lass das in der Küche alles stehen, gell? Weil, ich meine... Es ist ja ganz praktisch vielleicht, gell? Servus, Franz. Und alles Gute, gell? Ja, servus, Bernbacher. Dem Meister Eder war klar, was sein Freund dachte und welche Sorte Arzt er schicken wollte. Nun, damit würde er schon fertig werden. Als der Meister Eder wieder in die Küche zurückkam, er hatte seinen Freund bis zur Haustür begleitet, saß der Pumuckl in seinem Haus auf seinem Bett. Pumuckl, jetzt hast du mich aber wieder so in Verlegenheit gebracht. Der ist im Stand und schickt mir einen Irrenarzt ins Haus. Was soll denn der Schmarrn da? Das ist überhaupt kein Schmarrn. Das ist ein wunderschönes Haus mit Garten und Tür und Baum. Und ja, ich würde dir ja meine schöne, schöne Falltüre zeigen. Aber weil du Schmarrn gesagt hast, zeige ich sie dir jetzt nicht. Jawohl, zeige ich sie dir nicht. Nein, nein, lass meine Türe stehen. Nicht! Hör's Blären auf. Du wirst doch nicht meinen, dass der Saustall da so bleiben kann. Dann nimm's Besel und kehrt das Salz zusammen. Das ist kein Salz! Was soll denn das? Das ist doch mein Kiesweg zu meinem unter dem Tischzimmerhaus. Ja, als ob's nicht auch ohne Kiesweg hättest du unterm Tisch sitzen können. Und überhaupt, wie kommst denn dazu, ausgerechnet mein Sonntagsschal in Suppentopf zu tun? Du verstehst überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Und ich sage dir auch nichts von meinem schönen Haus und von meinem schönen Suppentopfschrank. Und von was? Ja, der Topf, das war doch mein Schrank. Ey, Pumuckl, da war doch eine fettige Fleischsuppe drin. Und jetzt schau mal meinen Schal an. Den muss ich gleich in Reinigung tragen. Wenn du wenigstens dein Zeug reingetan hättest und mitten am Boden den Blumenstock... Halt, lass stehen. Das ist doch mein Baum. Und nicht das Tischtuch hochziehen, nicht. Du machst überhaupt alles kaputt. Na ja, jetzt... Ich will ein eigenes Zimmer haben. Und jetzt habe ich nicht mal mehr eine Tischtuchwand. Nur noch vier dumme Tischfüße. Das ist überhaupt kein Zimmer mehr. Doch, das ist schon noch ein Zimmer. Nein.
Von mir aus darfst du das Sofakissen drunter lassen und dich draufsetzen. Alles andere wird aufgeräumt und damit basta. Nein, ich räume nicht auf und damit basta. Und das dumme Sofakissen, das will ich jetzt auch nicht mehr haben. Du hast sowieso schon alles kaputt gemacht. Schachpumuckel, das war doch bisher auch recht schön. Hast doch ein eigenes Bettel und eine eigene kleine Kommode und eine eigene Schaukel. Ich glaube, kein einziger Kobold von der ganzen Welt hat so viele eigene Sachen wie du. Alle Kobolde haben schrecklich viele Sachen. Ganze Schiffe voll eigene Sachen. Du weißt ja gar nicht, was die Kobolde alles haben. Ja, dann haben sie es halt von mir aus. Jawohl, das haben sie von aber mir aus und von dir aus. Man muss ein bisschen mit dem zufrieden sein, was man hat und nicht eine ganze Schiffsladung voll haben wollen. Komm, sei vernünftig und mach ein schönes Gedicht. Nein. Ich mag diese dumme Gedichtemacherei nicht mehr. Ich dichte überhaupt nie mehr ein einziges Wort. Du, dafür ist mir vorhin nur ein prima Reim auf Türe eingefallen. Auf Türe? Ja. Auf Türe. Schnüre. Von der Schaukel die Schnüre sind mir lieber als eine Türe. Ne? Ist das nicht eins von den allerschönsten Gedichten, die ich gemacht habe? Ne? Dieses Gedicht kommt mir sehr blöde. Führe! Jawohl, das ist ein ganz scheußliches Gedicht, aber ich gehe jetzt trotzdem in die Werkstatt hinunter. Die Küche ohne mein Zimmer gefällt mir kein bisschen mehr. Ja, ich setze mich jetzt in meine Schaukel und ich denke so lange nach, bis ich ein Zimmer habe, jawohl! Und damit ist der Pumuckl mit hocherhobener Nase in die Werkstatt gehüpft. Der Meister Eder musste trotz der Aufräumearbeit über den kleinen Burschen lächeln, zumal er sich genau erinnerte, dass er als Bub auch leidenschaftlich gern irgendeinen Wigwam oder ein Indianerzelt gebaut hatte. Der Pumuckl aber ging wirklich in die Werkstatt, um nachzudenken. Er dachte nicht sehr lange, dafür aber besonders erfolgreich nach. Und ich will doch ein Zimmer haben. Und zwar gleich hier unter der Schaukel. Ein Unter-der-Schaukel-Zimmer. Mit Holz kann man überhaupt viel feiner Wand machen und viel richtigere Türen. Und mit Sägespänen, da kann man einen viel schöneren Weg machen. Und und aus der Säge, da kann ich einen feinen Zaun machen. Und mit dem Wassertopf einen See in den Garten. Und das wird ein Gartenzimmer werden. Ich werde jetzt gleich bauen, um das Zimmer einen Zaun. Um den Zaun den langen Weg, übern See einen feinen Steg. Die Zange wird das Gartentor, die Pfeile kommt als Riegel vor. Und in dem See schwimmt dann ein Fisch. Vielleicht bin dieser Fisch dann ich. Oh, das ist aber eines der wunderschönsten Gedichte, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Der Pumuckl hat das Gedicht tatsächlich in die Wirklichkeit umgesetzt. Er hat ungeheuer gearbeitet und Meister Eders Werkstatt bekam bald ein recht eigentümliches Aussehen. Der Mechaniker Meister Bernbacher aber war inzwischen spornstreichs zu Herrn Dr. Kammerer gelaufen und konnte ihn tatsächlich dazu bringen, gleich mitzugehen. Der Meister Eder war noch in seiner Wohnung im ersten Stock, als die beiden dort läuteten. Er öffnete und ehe er noch etwas sagen konnte, fing der Herr Bernbacher gleich an. Also Zufälle gibt's, Franz. Da haben wir doch gerade vorhin noch vom Herrn Doktor gesprochen, nicht? Und schon bin ich ihm begegnet. So was ist direkt, wie sagt man gleich, mystisch, gell? Allerdings. Aber Der Herr Doktor, der braucht so dringend einen Schrank. Gell, ein Schrank war's, Herr Doktor? Ja, ein Schrank. Ja, bitteschön, kommen wir's noch rein. Geh mal. Ja, danke. Ah, du hast ja aufgeräumt da, Herrin. Ah, das hättest du aber doch nicht tun sollen. Und warum nicht? Ja, weil der Herr Doktor gern mitgelacht hätte über deinen Suppentopf auf dem Boden, den dein Kobold hingestellt hat. Sie brauchen einen Schrank, Herr Doktor. Ja, natürlich brauche ich einen Schrank. Stimmt das mit dem Suppentopf übrigens? Naja, ich will es nicht leugnen, Herr Doktor. Ich könnte es Ihnen auch erklären, aber es wird zu kompliziert. Sie glauben an die Existenz von unsichtbaren, koboldhaften Lebewesen, höre ich. Herr Doktor, das mit dem Kobold ist ein alter Spaß von mir. Der Schorsch fällt immer wieder drauf rein. Red mal nicht drüber. Wie groß soll denn der Schrank werden? Der Schrank? Ziemlich groß. Da liegt ja nur der Schal, der in dem Topf war. Wie ist der Schal denn in den Suppentopf geraten? Haben Sie eine klare Erinnerung daran, Herr Eder? Ja, freilich, eine ganz klare. Aber ich glaube, wir gehen jetzt runter in die Werkstatt. Da kann ich Ihnen verschiedene Holzarten zeigen und außerdem arbeite ich gerade an einem Schrank.
Ja, das können wir natürlich machen. Aber darf ich vorher noch ein paar Fragen an Sie richten? Gern. Über den Preis, gell? Ja, natürlich. Aber was mich interessieren würde, Sie leben hier völlig allein? Ja, freilich. Sie haben da verständlicherweise des Öfteren die nachgerade zwanghafte Vorstellung, Sie könnten nicht mehr länger allein sein. Und es müsste deshalb hier, zumindest unsichtbar, noch jemand wohnen. Na, also die Vorstellung habe ich gar nicht zwanghaft. Wirklich nicht. Aber vielleicht können Sie mir jetzt einmal eine Frage beantworten. Wie viel wollen Sie denn überhaupt für den Schrank ausgeben? Tja, das muss ich mir natürlich noch überlegen, Herr Eder. Ich weiß nicht. Ja, dann kommen Sie jetzt einmal runter mit mir in die Werkstatt und schauen sich einen Schrank an, der fast fertig drunten steht. Gut, gehen wir in Ihre Werkstatt. Ja, geben. Du, Franz, hast du eigentlich nur die Schachtel und das Puppenbett in deiner Werkstatt? Ja, frage ich. Das müssen Sie sich anschauen, Herr Doktor. Das ist nämlich nicht nur ein Spielzeug. Nicht wahr, das darf ich doch schon sagen, Franz, gell? Das gehört für einen Kobold. Ach, freilich, ja. Darfst du das sagen, Schorsch? Ist ja kein Geheimnis. Wissen Sie, ich muss meinen Freund sehr frei lassen mit dem Kobold. Glauben Sie es mir, ich bin so wenig verrückt wie Sie. Das möchte ich nur noch gesagt haben, bevor wir uns weiter über den Schrank unterhalten. So, und jetzt kommen wir ein bisschen rein in die Werkstatt. Dorei. So, ja, kommst du noch ganz rein. Ja, was ist denn da drin los? Da schaut's ja aus wie vorhin in der Küche. Herr Doktor, hab ich's nicht gesagt? Die im Viereck auf dem Boden ausgelegten Werkzeuge haben sicher ihre Bedeutung. Herr Eder, entschuldigen Sie bitte, es liegt mir natürlich völlig fern, Sie kränken zu wollen. Und wieder steht der Topf auf dem Boden. Franz, die Töpfe auf dem Boden, die erschrecken mich fast tot. Nun ja, das sind eben so Eigenheiten, nicht wahr, Herr Eder? Ja, ich gebe zu, ein bisschen eigen ist es schon für einen Außenstehenden, aber zum Tod erschrecken ist es auch wieder nicht. Es ist nämlich ganz einfach. Was Sie da am Boden sehen, das ist quasi ein Haus. Ich habe nämlich vor mir im Bayerischen Wald ein Haus zu bauen. Was? Ja, und damit ich es besser planen kann, habe ich mir da den Grundriss aufgebaut. Da, wo ich den Topf hinstelle, da ist ein Quellwasser vorkommen. Das muss ich berücksichtigen. Ach, verstehen Sie? Da kann man vielleicht später einen Swimmingpool hinbauen. Aber wo das Bredel steht, da ist die Baulinie, verstehen Sie? Da bis zu der Zange geht der alte Baumbestand. An der Pfeile entlang ist die vorgeschriebene Fluchtlinie. Und da, bei dem Bredel, geht's Landschaftsschutzgebiet an. Die Baubehörde hat mir zugesagt, dass ich bis daher, wo die Säge liegt, einen Zaun ziehen darf. Franz? Du willst bauen? Ja, warum denn nicht? Seit Jahren habe ich schon einen Bausparvertrag. Ja, das klingt alles wiederum recht vernünftig. Ja. Und das in der Küche drum, das war auch ein Hausplan. Freilich, aber der war nicht so gut wie der da. So, und jetzt hoffe ich, dass Sie mich nicht in eine Heilanstalt sperren wollen. Sonst wird's nichts mit meinen Bauplänen, Herr Doktor. Aber Herr Eder, da kann ich Ihnen ja nur wünschen, dass Sie bald einziehen können. Ja, und mit Ihrem Schrank, glaube ich, wird's wahrscheinlich doch nichts. Es sei denn, Sie wollen unbedingt einen, dann... Na, dann mache ich ihn aus Freundschaft, weil Sie ja doch schließlich ein guter Bekannter vom Schorsch sind, etwa? Nun, der Schrank eilt nicht. Ja, ich will Sie dann jetzt auch nicht länger aufhalten. Oh, Ihre Baulinie ist umgefallen, Herr Eder. Ja. Und das war wohl die Grenze zum Landschaftsschutzgebiet. Sie haben die Bretter etwas zu unbefestigt aufgestellt. Ja, also ich glaube, mir ginge jetzt besser, ja. Bevor der ganze Plan zusammenfällt. Ja. Wann fangst du denn an zum Bauen? Nächstes Jahr, hoffe ich. Ich lade dich dann zum Richtfest ein, George. Danke. Also, auf Wiedersehen, Herr Eder. Auf Wiedersehen. Und ich freue mich, dass Sie für Ihr Alter noch so gut beisammen sind. Ja, ich mich auch, George. Ja. Ich mich auch. Also, Servus und nix für Unglück. Ja, hey. Also dann, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Die hätte man losgebracht. Dass du dir noch ein Zimmer gebaut hast in der Werkstatt, das hätte mir verfasst, dass die Schuhe kommen, Pumuckl. Du, ist der Bayerische Wald weit weg von hier? Naja, also nah ist er gerade nicht, aber brauchst keine Angst haben. Ich baue dort kein Haus. Oh, das ist aber schade.
das wäre sehr schön gewesen. Mein Haus in einem richtigen bayerischen Wald mit bayerischen Rehen und einem bayerischen Wind, der immer so hui hui, hui ho, macht. Und da ein Landschutzmanngebiet und unter dem Topf ein Quellwasservorkommen. Also das würde mir sehr schön vorkommen, das Quellwasservorkommen. Ja. Und dann eine Fluchtlinie für den Fall, dass ein böser Räuber kommt und wir schnell fluchten müssen. Also fliehen müssen. Fliehen müssen, ja. Oh, das hab ich fein gemacht, nicht wahr? Ja, sehr fein, Pumuck. Aber jetzt räumen wir das ganze schöne Haus wieder auf. Nein, das räumen wir nicht auf. Sonst muss ich ja wieder von vorne anfangen. Und ich habe heute doch schon 2 Waldhäuser gebaut. Um Himmels Willen nicht noch ein Haus. Gib Obacht. Wenn du schön aufräumst, dann denke ich beim Abendessen drüber nach, ob wir nicht doch Spielecken für dich aus ein paar Bretter irgendwo hinbauen könnten. Du, mit einer Türe zum richtig Zumachen. Vielleicht, aber zuerst aufräumen, gell? Du, wenn ich jetzt schon eine Türe hätte, dann könnte ich alles einfach hinter die Türe räumen. Also pass auf, komm her, ich helfe dir. Sag, was sollen denn immer die Töpfe am Boden? Ach. Hast du doch selbst gesagt, ein Swimmingpool ist es doch. Ein Swimmingpool. Ach so. Töpfe sind sehr praktisch als Topfschrank, als Seetopf, als Quellwasservorkommenstopf. Also weißt du, wenn du doch mal im bayerischen Wald ein Haus baust, einen Topf musst du ganz bestimmt einbauen. Ja, ganz bestimmt, Pumuckl. Die beiden haben alles wieder aufgeräumt und der Meister Eder hat wirklich noch über eine Spielecke nachgedacht. Ob er bis jetzt dazu gekommen ist, eine Pumuckl-Tür in eine Ecke zu basteln, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Mechanikermeister Bernbacher noch eine ganze Weile ein verlegenes Gesicht bekommen hat, wenn die Rede auf seinen Freund Eder und auf Baupläne im bayerischen Wald gekommen ist.